Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 3 hier bei mir, hier bei Drablau und einer und einer Shannon, die auf der Toilette sitzt. Okay, das wollte ich euch nicht zeigen. Ich wollte eigentlich zu Flora, denn in der letzten Folge haben wir erfahren, Flora wurde stark und ja, also das kann sich sehen lassen. Sie ist eine begnadete Tänzerin jetzt schon und ich glaube, sie hat einfach ultra viel Spaß. Schaut mal, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon trainiert, aber boah, ey, die blöde Michi, ne? Die. aber sie hat einfach immer noch total viel Spaß. Das ist schon echt krass. Und ihre Bedürfnisse sind einfach immer noch on the top hier. Aber mich nervt es so ein bisschen. Achso, es ist ja hier gar nicht eine Musik. Ach, hier ist die Musik. Dass hier immer halt dann. Wartet mal. Dass hier halt dann immer. Diese blöde klassische Musik ist. Ich finde das so ein bisschen anstrengend, ne? Ach, jetzt kriegen wir auch Level. Hä, was? Das verstehe ich jetzt nicht so. Ah, okay. Ah, sehr cool. Ja, dann, oh, Ballett tanzen. Probieren wir es mal aus, wie das jetzt aussieht. Das ist ja schon cool, ne? Ey, hallo? Ich meine, das ist modern, modern Art, zu Hip-Hop, zu Hip-Hop eben Ballett zu tanzen. Erinnert mich so ein bisschen an Sia. Die macht ja auch so, so Stil-Mixe. Mixe? Weiß ich nicht, ob man das sagt. Kendall Wolf wurde befördert. Hä, was? Ich dachte, war der nicht noch ein Teenager? Na, jetzt auf jeden Fall nicht. Mehr. So, ja, dir geht's jetzt schon wieder besser. Das freut mich. Und in der letzten Folge, ganz vergessen zu erwähnen, haben wir uns mit Joe verlobt. Mit Jake. Ich meine, Jake ist jetzt auch schon bald ein Senior. Genauso wie Shannon übrigens. Und ja, vielleicht haben die jetzt, hat Jake so ein bisschen Angst bekommen, irgendwann alleine dazustehen, denn. Ich meine, er ist so jetzt so ein bisschen der Außenseiter. Ich meine, klar, er hat eine Familie, aber die wohnt halt nicht bei ihm. Und ich weiß auch nicht, vielleicht haben die sich auch dazu entschlossen, nie zusammen zu wohnen. Ich weiß es nicht. Wobei, ich kann mir... Leute, hey. Also, das geht doch überhaupt nicht, ja? Macht mal ein bisschen Leute. Ist schon coole Musik, aber schon so ein bisschen crazy. Ja, ich weiß nicht, wie wir es weiter angehen sollen mit Jake und Joe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie letzten Endes dann auch eine Familie werden. Und dass Jake vielleicht dann gar nicht mehr hier im aktiven Let's Play eine, ja, so eine Hauptrolle bekommt. Denn, ja, ich kann ja nicht 1000 Familien auf einmal spielen. Das ist der Hotspot. Sehr interessant. Und wo ist jetzt Kendall? Wird er noch geladen oder was? Oder ist er unsichtbar? Ne, er ist noch da. Sehr schön. Ach, Kendall. Also Kendall ist ja der begehrteste Junggeselle dieser Stadt. Jedes Mädchen stand ja auf ihn in der Highschool. Ich frage mich auch warum, ne? Wer sind das hier? Die Janine. Ah, okay. Die ist jetzt aber auch kein Teenager mehr, oder? Weil die ist, war ja mit ihm zusammen. Mit Streiten. Ach komm, streitet doch nicht schon wieder hier. Tischfußball spielen. Können wir da auch mitspielen? Carlos! Lernen wir den auch ein bisschen kennen. Also Carlos ist ja der Freund von Annie. Sag mal, Annie, du schlägst ja bis zu den Hottentotten hier. Steh mal auf. Weil ich habe jetzt Carlos gesehen. Wir sollten wirklich mal wieder was mit Carlos unternehmen. Sehr gut. Und Phoebe wurde ja zur Meisterköchin irgendwie. Ach, herrje, ach, herrje, ach, herrje. Ja, ich wollte eigentlich befördert werden. Aber das klappt natürlich dann gar nicht, glaube ich. Okay, Kendall Wolf hat Geburtstag, ja.
Das habe ich auch mitbekommen. So. Rose, du, die muss mal auf die Toilette. Jake, lass sie mal bitte auf die Toilette gehen. Ah, okay, jetzt da nicht. Okay, hier ist die Dusche total kaputt. Muss auch jemand reparieren. Lass mir einfach mal die Rose ran. Man könnte ja ruhig mal probieren. Und du redest jetzt mal mit deinem Partner. Plauder einfach mal mit dem Textnachricht, freundliche Textnachricht schicken. Und dann plauderst du auch mit deinem Chef. Ja, Venus ist immer noch tot, ich weiß. Es ist natürlich total traurig. Und unseren Garten, den können wir echt eigentlich weghauen. Der ist ja total, ja. Not good enough. So, Phoebe, wenn du dann fertig bist, wirst du mal bitte einen Liebesbrief einfach schicken an unseren Bernard. Da ist Gesha, die haben die ja umgestylt. Ach, was du nicht sagst. Aha, aha. Der Vater von Annie hat eine neue Freundin. Die Helena Berrios. Also, okay, also da war Phoebe um einiges besser, glaube ich. Total oberflächlich, aber in Ordnung. Ja, komm. Jetzt ist der Candle bestimmt schon wieder weg. Nee, da ist er noch. Boah, aber hier ist echt viel los. Nee. Lass mal weg hier. Aber wir müssten doch jetzt echt bald befördert werden. Joe ist da, okay. Jared? Oh mein Gott, schaut euch mal den Bösewicht an. So, Annie. Ja. Finde ich eine gute Idee, also ich gehe jetzt gleich nochmal hier hin, dass ihr euch so ein bisschen besser kennenlernt. Steinschere Papier spielen wir mal mit der guten Flora. Lernen wir sie auch ein bisschen kennen. Und dann werden wir einfach um Kissenschlacht bitten, weil das ist immer super. Und trösten. Warte mal, vielleicht können wir auch ins Kino gehen. Wo ist denn das Kino eigentlich? Kino? Kino. Kino, Kino, Kino. Nee, hier nicht. Rathaus natürlich. Im Rathaus ist das Kino. Ja, klar. Ach, hier ist es ja. Nächste Vorstellung, 17 Uhr. Okay, haben wir total verpasst. Aber wir können ja mit Flora einfach mal ja, Theater besichtigen. Nehmen wir die Rose gerne mit. Dann haben wir so einen kleinen Mädchentag oder Abend. Mädelsabend. Dusch nochmal davor. Und dann kannst du eigentlich auch noch einen Teller nehmen. Das klappt bestimmt noch. Ja, Phoebe wird halt wieder nicht befördert. Da sie einfach schlechte Laune hat. Dann müssen wir einfach mal schlafen früh. Also ich habe eingestellt, dass man 120 Tage alt werden kann. Also wir sind jetzt 105 Tage. Theoretisch haben wir noch 15 Tage mit Phoebe, wenn alles gut läuft. Aber ist ja auch nicht ganz gewiss. Manchmal geht es schneller vorbei, manchmal dauert es länger. So, jetzt hoffe ich, dass die Rose noch so einen kleinen Happen essen kann. Das klingt immer so ein bisschen brutal, ne, wenn die hier Kissenschlacht machen. Du duschst bitte erst noch. Shark, du kannst dann auch auf die Toilette gehen. Säuber mal und dann benutzen. Ach, Rose, so wird es nie. Was? Und du schläfst dann einfach, ne? Schlaf mal. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon was zu Phoebes Look gesagt habt, weil ich das jetzt im... weil ich zwei Folgen immer zusammen aufnehme. Weil dann ist man einfach besser drin, ne? Wenn man immer wieder stoppen würde, dann hat man immer so, hä, was habe ich jetzt eigentlich schon gesagt? Was mache ich jetzt eigentlich? Und deswegen, ja. Und wie versteht ihr euch jetzt schon?
Kim Carlton ist von uns gegangen. Ah, okay, gut, dass ich mich um Rose gekümmert habe, aber Flora ist total fertig mit den Nerven. Wow, das hat ja gar nichts gebracht. Wartet mal, wie viele Lebenszeitpunkte haben wir eigentlich schon? 12.000? Ja, da kriegt man noch nichts, oder? Weil dann würde ich sagen, vielleicht, wenn wir uns so ein bisschen überall beliebt oder so, das finde ich ganz cool. Aber das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Herzschmerz und Tragödien lassen diese Sims völlig kalt. Ja, das wäre natürlich auch was Interessantes, ne? So, Annie hat halt einfach. Naja, wobei, ich glaube schon, dass Annie ein Herz hat. Aber gut, das können wir noch nicht wählen. Trampeltier, aber lustig. warte mal, ist sie nicht sogar ein Trampeltier? Nee, Tollpatschig. Wie viel hast du eigentlich? 9.000 und 7.000? Boah, 37.000, schauen wir mal. Was könnte Shark denn haben? Gefeiter feuerfestes Erbschaft, verstaubte alte Lampe. Das wäre natürlich auch mal eine coole Sache. Der Körperformer. Extrem kreativ, selten hungrig, weiße Weste. Da bin ich noch so. Noch von keinem so wirklich begeistert. Also, beziehungsweise irgendwas, was halt zu Shark passen würde. Weißt du was, keine Rechnungen, das will ich einfach nicht haben. Das finde ich so ein bisschen dann zu easy, das Spiel. Urlaub, schmutzresistent, Meister der Verführung. Fliegender Staubsauger? Nee, komm. Lassen wir es mal. Oh, Shannon. Sie hat 50.000, das schaue ich jetzt auch nochmal, weil 50.000 ist schon wieder was Größeres. Abschluss mit Auszeichnung. Klongutschein. Wollen wir wirklich noch eine Shannon? Stein der Weißen. Die Goldherstellung. Ah, das wäre natürlich auch cool. Performer, naja. Wieder Jungtrank? Nee, das wäre ein bisschen doof bei einem Generationenspiel. Bedürfnismobil. Sammelhelfer? Nee, brauchen wir nicht. Ohne Tadel. Ihr könnt ja mal gerne, ihr habt das jetzt so auch ein bisschen gesehen, die Listen. Wenn euch irgendwas anspricht. Könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und dann könnte ich das mit Shannon zum Beispiel besorgen. Aber nur, wenn ihr wollt. Na toll. Wir kriegen alles sofort von Ärger. Und das nützt nicht mal was. Wir werden trotzdem nicht befreundet werden. Sag mal, und hier wird das Bild nicht mehr angezeigt, glaube ich. Waldrauthaus-Sierra. Ja, plaudere einfach noch mal ein bisschen mit ihr. Sonntagabend so. Und Chefin, bist du schon aufgeregt? Morgen treffen wir uns wieder, sehen wir uns wieder. Ich freue mich total. Wer ist denn das hier? Schnee. Okay, den können wir verkaufen. Und wundert euch nicht, dass ich so ein bisschen Geld hier sammle. Denn, ja, also wie gesagt, ich habe so einen kleinen Plan. Normales Training? Nee, mach das nicht an Ballett. Ich habe so einen kleinen Plan. Und dafür brauche ich ein bisschen Geld. So. Sonnenschein. Wo ist eigentlich der Sonnenschein? Geht der verloren? Nee, ach, wir haben ja alles wieder verkauft. Ich dachte mir, so ein bisschen im Garten wäre das vielleicht auch ganz schön. Der Geldtasche können wir auch noch verkaufen. Ei. Qualität vergammelt. Ich weiß auch nicht, woher wir das Ei haben. So, Shark trainiert so ein bisschen. Bitte schweißfrei. Bevor die Leiste hier nach ganz unten geht. Ja, sehr gut, aber jetzt müsst ihr bitte alle schnell nach Hause. Nach Hause. Bevor ihr erwischt werdet. Ja, Rose Hill. Auch sehr schön. Oh, ich hoffe, wir werden alle nicht erwischt. Upsi. Ist die Polizei? Ich weiß es nicht. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt kann sie nichts sagen.
Ich meine, wir sind von einem Ort praktisch sicher mit dem Taxi gefahren. Wo ist jetzt Rose? Ach, schon zu Hause, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, dann kannst du auch schlafen gehen. Schlaf mal schön. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja, ne? Ja. Sehr schön. Dann gehst du hier noch auf die Toilette und dann. Oh Gott, ein Stopfen dann bitte. Und dann schläfst du auch und du musst noch was essen. Reste essen, Kürbiskuchen. Dann gehst du hier auf die Toilette. Ist schon 3 Uhr? Nee, ne? Es ist 0 Uhr. Ich habe das Gefühl, dass uns irgendwas erwarten wird. Ich weiß jetzt aber nicht was. Aber irgendwas ist incoming. Wahrscheinlich, dass die ja alle alt werden. Ja. Sag mal, irgendeiner ist hier unsichtbar, glaube ich. Wartet mal. Das kann man sehr gut kontrollieren. Nee, alles sind sichtbar. Dann war das das Zeichen von der Gescha. So, was war noch hier? Dann noch Klo und dann schlafen, genau. Schlafen. Was wird eigentlich, Jake? Was liest du hier denn eigentlich? Erhabene Ritter? What the hell? Es ist zu spät, um ein Ritter zu werden, Jake. Du hast morgen Geburtstag und wirst dann eher gebrechlich. Gebrechlicher denn je, glaube ich. Wir können ja mal einfach mal just for fun gucken, wie wir hier abschneiden würden mit Jake. Einfach den Ding da angucken, den Hochschuleignungstest. Da müssen wir aber auch noch richtig so ein bisschen trainieren, ne, mit unseren Mädels. Weil sonst ist es natürlich so ein bisschen, ja, traurig. Na also, schon mal Geschicklichkeit Level 2, wenn man vom Teufel spricht. Aber warte mal, ich will mal kurz was gucken. Können wir das hören jetzt? Genau, Pfütze kannst du gerne noch aufwischen. Und dann schlafen. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch im Schlaf vielleicht sich levelt. Warte hier. Wir leveln jetzt gerade Angeln. Ach, schaut mal, es geht echt schnell. Leute, da kaufe ich für jeden eins. Ich meine, Annie, es hat jetzt noch 4 Tage. Oh mein Gott, wir haben das Fahrrad. Ey Gott, Fahrradfahren. Wir haben das Autofahren lernen vergessen. Shit. Wollte ich eigentlich machen mit Jake und den Mädels? So, ich kaufe das jetzt einmal für die gute Flora. Und auch eins für Rose. Und dann noch eins für die Allgemeinheit. So einfach. Der war jetzt ein bisschen teurer, aber wir haben ja das Geld. So, aber sie lernt jetzt nicht weiter. Schau ich mal. Achso. Ich bin so ein bisschen blöd. Nee, oder? Nee. Ich weiß es nicht. Bewegt sich oder bewegt. Ah, okay. Ja. Dafür, dass man halt schon fast alter Senior ist, hat es jetzt auch nicht so mega viel, ne? Ich meine, das ist ja so ein bisschen knapp über die Hälfte. Naja, naja. Nee, wir gehen jetzt mit Jake nicht auf die Uni. Das wäre es ja noch. So, Ross, ich packe dir das gleich mal ins Inventar, bevor dir das irgendjemand klaut. Was sind das hier eigentlich? Großes Gemälde. Ja, verkauf das doch. Das können wir auch verkaufen. Die Vampir-Blocks tue ich mal da rein, genauso wie das hier. Was ist das hier? Multita. Ich bin auch so ein bisschen doof. Lose, komm, verkaufen wir auch. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Ach ja, genau, wir wurden ja Ballkönigin. Hast du noch irgendwo Platz hier für die für das Krönchen hier? Ja, so mitten auf dem Schreibtisch will ich es auch nicht stellen. Ja, gut.
Vielleicht hier draußen irgendwo? Ja gut, dann tue ich es doch mal rein. Vielleicht finde ich ja noch einen Platz. Und was ist das hier? Pfadfinder-Trophäe. Ja, das kann ich aufhängen. Rote Blumen passen hier hin. Oder vielleicht auch ans... Vielleicht auch hier oben. Ja, sehr schön. Und die Krone passt wirklich nur mitten auf dem Schreibtisch oder halt hier hin. Ja komm, hier passt es ja eigentlich. Warum? Was hatte ich denn für ein Problem? Okay, es ist 3 Uhr. Schnucki steckt fest. Nicht trugbarer Sim. Na, also wenn Schnucki verschwinden würde, dagegen hätte ich nichts. Zeitung, warum sammelst du denn eigentlich immer die Zeitungen? Wann bist du jetzt schon wach? Nee, schlaf mal bitte noch. Ach so, okay. Hä, was machst du, Shark? Du verwirrst mich einfach. Schlaf mal. Ansonsten schlafen alle. Sehr schön. Dann haben wir mal in der nächsten Folge auf jeden Fall ausgeschlafene Sims. Und dann freue ich mich auch schon. Na, da muss man dann mal säubern. Wenn du aufwachst, machst du es bitte gleich. Und den Futternapf nachfüllen. Die Iggy, ne? Die Iggy ist unser Schatzi einfach jetzt. Wie sie da rumrennt, ne? Oh, ist das süß. Aber ich könnte nicht schlafen, ne? Ich meine, klar, das ist ja bei Hamstern zum Beispiel genauso. Aber ich könnte nicht schlafen, wenn in der Nacht dann plötzlich das Drehrad losgehen würde. Dann ich so, was ist passiert? So, irgendjemand ist aufgewacht. Und das ist die Annie. Aber, meine Lieben, damit würde ich jetzt auch den Part beenden. Und freue mich auf jeden Fall auf den neuen Part. Ich hoffe, ihr auch. Und dann schauen wir einfach mal. Also morgen, also heute oder halt im nächsten Part, hat auf jeden Fall Shannon und der gute Jake Geburtstag. Die feiern zusammen anscheinend. Und dann kommt auch bald der gute Shark. Und dann haben wir 4 Senioren. Und da bin ich auch schon gespannt. Und ja, dann sage ich einfach, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.